Aber, oder ich habe eine Freundin. Wenn du so nicht zurückschreibst oder Korb gibst oder so, dann am Ende kommt Beleidigung. Oh. Also bei den meisten. Bei Instagram. Oh, klar, Anton. Ja, grazie. Instagram? Ja, grazie. Auf Instagram? Ja, grazie. Was soll ich dazu sagen? Also ich bin eh nicht so ein Film. Musst du in die Kamera gucken? Ja. Okay, also ich bin eh nicht so ein Film. Voll süß. Und das finden die dann gut, weißt du, wenn die so Arschbild schickt, sag ich trotzdem, du bist voll süß, dann sagen die, ey. Man darf nicht sagen, ey, du bist voll geil und so. Ja, man muss sagen, du siehst sympathisch aus und so. Ja, also nicht kenne, selbst wenn die eigentlich gut aussieht, weil ich weiß ja nicht, ob die Person cool ist oder ob das ein Opfer ist. Direkt erstmal nicht, dies, das, hallo, hi, wie geht's? Unnötig. Direkt diese, Kein Smalltalk, no Smalltalk, Bruder. Nein, auf jeden Fall nicht fragen, wie alt bist du. Das kommt richtig, richtig scheiße. Und kommt drauf an, was für Absichten habe. Wenn ich halt einfach nur wegbetonieren will, dann schreibe ich einfach... was war du mal? Wegbetonieren? Wegbetonieren, Bruder. Let's go. Yo, Wagwan Guys, wir sind heute wieder hier in Cologne City. Gypsy News ist da. Yeah. So, wenn ihr wisst, was da hat hier, aber ihr kann es sehen. So, auf jeden Fall, heute haben wir wieder was ganz Schönes für euch. Mal die erste Frage für heute lautet, wie wollen Frauen über Social Media angeschrieben werden? Wie wollen die es haben? Und wie machen das überhaupt die Jungs? Das wollen wir mal wissen. Weil die eine Frau wollen es einfach. Ein bisschen liken, fertig. Die anderen Frauen wollen, dass du Texte schreibst. Was macht Gibson? You will never know. Because I don't do that thing, yeah? Cheers, come on. Let's go. Wir sind auf die Straße von Cologne City. Let's get it poppin'. Cheers. Hey, yo, wow, guys. Auf jeden Fall, wir haben hier den ersten. Wie heißt du? Johann. Johann. Stabil. Deutsch? Deutsch-Russisch. Deutsch-Russisch, okay. Johann, wir sind hier. Wir haben die ersten Frauen natürlich. Einmal dein Name und Alter. Ich heiße Irene, ich bin 20. Oh, nice. Esther. Nein. 19. Okay. Ich bin Carina, ich bin 22. Okay. Gian, 16. Anders, ja, lass mal hier. Okay, ich bin immer 19. Ich bin Mekko, heute 19. Noemi, 16. Okay. Cecile, 17. Hey, Bro. Sepho aus Düren, 26. Oh Gott. Alkut, 28, auch aus Düren. Okay. Weiter. Hallo, ich bin Edina. Ich bin 22 Jahre alt. Okay. Komm mal aus. Vorstellungsgespräch, denkt ihr, ja? Johann, stabil. Deutsch? Deutsch-Russisch. Deutsch-Russisch, okay. Nice. Und zwar habe ich eine Frage an dich. Wie schreibst du ein Mädchen auf Instagram an? Oder generell auf Social Media? Wie machst du es? Hol deine Sachen raus! Geheimtricks kann ich eh nicht verraten, ne? Bruder, ey, Bruder, gibt's keine Geheimtricks, Bruder, sag einfach! Ich verkaufe meine Tricks. Ah, Bruder! Jawohl. Also, ich frage erstmal, was sind deine Vorlieben, was machst du gerne? Also, du schreibst direkt so, ey, was sind deine Vorlieben? Direkt erstmal, nicht dies, das, hallo, hi, wie geht's? Unnötig. Direkt diese, Kein Smalltalk, no Smalltalk, Bruder. Also, Smalltalk ist also, Leute, wie ist er Chap. Sagt, Johann sagt, Smalltalk ist Cap, ist scheiße. Ist, okay, nice. So, und zwar habe ich jetzt eine schöne Frage. Ey, Bruder, guck mal, siehst du, wie sie am Filmen, du gehst hier durch. Voll der Spinner, ja? Egal. Ich darf mich aufregen. Hey, ich bin gut drauf. So, okay. Die erste Frage lautet, die einzige Frage. Wie könnte man euch am besten anschreiben? Also auf Instagram? Ja, genau. Also erstmal ganz normal, hey. Oder keine Ahnung. Nicht zu direkt, einfach ganz normal. Okay, easy. Snapchat, Instagram. Oder fang da an. Ja. Boah, Bruder. Wie schreibst du die an? Sei ehrlich. Boah, ich schreibe nicht, ich bin nicht so einer. Wie machst du das? Schreib nicht, Bruder. Die schreiben den an. Schreib die dich an? Natürlich. Nein, Walla. Guck mal, ich schreib, wenn du. Das ist alles kalt, ja? Ja. Aber das muss er durch. Hey oder so. Auf jeden Fall nicht machen. Also, wenn ich jetzt sehe, irgendeine folgt mir, ja, dann folge ich ihr zurück. Okay. Ne? Und dann like ich erstmal ein paar Bilder so. Mhm. Und dann, wenn sie zurücklagt, dann schreib ich sie an, Bruder. Das ist ja ganz normal, Bruder. Das ist diese Standard, ja, das ist die Standard. So. Und dann wegbetonieren will, dann schreibe ich einfach. Was warte mal? Wegbetonieren? Wegbetonieren, Bruder. Betonieren? Betonieren. Beton. Beton, Bruder, betonieren. Krass, hast du nie gehört? Wegbetonieren. Dann fragst du nach Vorlieben. Okay.
Und dann machst du das mit der, worauf die Bock hat. Und in der Regel hat es funktioniert? Mal so, mal so. Okay, das heißt, also, okay. Einmal kein Smalltalk, zweites, was noch? Auf die Vorlieben eingehen. Vorlieben? So, okay, was sind so Vorlieben ungefähr so? Oder manche gehen bestimmte Essensrichtungen gerne essen. Ja, okay. Andere gehen gerne Kino und so, ne? Saufen, andere so, gehen Kino, andere so, so, okay, so, so. Okay, weißt du was, mach? Guck einfach nur mich an. Nein, musst du mehr lachen. Guck mich an, wie? Musst du mehr lachen. Auf Ernst, also. Also ich bin eh nicht so ein Fan vom Anschreiben, ehrlich gesagt. Okay. Was ich gar nicht mag, ist direkt dieses, so gucken die jetzt alle. Was ich gar nicht so mag, ist dieses direkt so, ja, ich hab dich da und da gesehen, wollen wir uns kennenlernen. Ich finde, das ist immer direkt schon zu viel. Also ich finde, wenn man jemanden attraktiv findet oder irgendwas anziehend findet, dann kann man schreiben, hey, irgendein Kompliment oder sowas, aber nicht direkt dieses Kennenlernen. Junge, 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 Junge! Bruder, ist mein Film, Bruder! Ey, Bruder, ist herzlich, ey! Also das heißt, einfach, soll man erstmal bei dir zum Beispiel liken oder sowas, erstmal zurückfolgen? Ganz ehrlich, ich finde das voll unnötig, ne? Okay. Also ich mag, also selber persönlich finde ich sowieso über Internet dieses Kennenlernen voll unnötig. Ich schwach's denn, ja, das meine ich. Ehrlich, ist doch so, oder? Scheiße, safe. Ich finde das am besten so, wenn man sich so sieht in der Stadt oder so, weil dann siehst du die... Weil das Problem ist, du weißt ja gar nicht, wie die Person so... Du siehst ja nur Bilder von der Person. Du weißt nicht, wie so drauf ist und so. Okay. Aber wenn, dann ganz normal einfach, hey, wie geht's? Hey, wie geht's? Ja. Also wenn ich jetzt hey, wie geht's schreibe, aber ich kann ja, ich guck ja dann erstmal das Profil an. Okay, und wenn das überhaupt stimmt? Gar nicht meinem Typ entspricht, dann schreibe ich auch gar nicht zurück. Also siehst du, Video gepostet, war mal wieder. Da hab ich schon voll das süße Video und so. Meinte die, Dankeschön. Da meinte ich, hast du mehr solche Videos und so, ne? Da meinte die, nein und so. Meinte ich, warum und so. Hat die einfach geschickt, keine Ahnung, dann haben wir geschrieben. Ja, und du, Gian, erzähl mal deine Geschichte. Komm mal rein, Bruder. Komm mal rein. Ich schreibe keine Weiber an, ja? Warum denn? Die schreiben mich an. Echt? Ich like Bild. Nein, okay. Guck, die liken ein Bild oder die gucken Story. Ja. Dann denk ich mir, ich like ein Bild, dann liken die zurück. Ja. Und dann schreiben die mir einfach. Wie alt bist du? Das kommt richtig, richtig scheiße. Okay, okay. Das ist, nein. Also okay, weiter geht's. Du musst weiter, red zu Ende. Was soll ich noch sagen? Ja, hallo, wie geht's? Den Macker raushängen lassen, bist du auf coole so? Oder eher nicht so? Nein. Gar nicht? Nein, gar nicht. So ein bisschen so Cash zeigen und so? Oh. Dicke Auto? Nein. ja, halt ehrlich, nicht zu krassig, so, ja, so wie Boss machen, weißt du so? Okay. Und ja, wenn der mir gefällt, dann... würde ich vielleicht zurückschreiben. Oh, ja, nein. Vielleicht zurückschreiben. Hallo, man weiß was ja nicht. Denn noch so? Man weiß noch ja nicht im Internet so, wer was. Ja. Glaub mir, das ist ein Lachkick. Hat die krasse DMs? Also Behinderte. Du hattest letztens einen, der war lustig. Was hat er gesagt? Was hat er mal geschrieben, bitte? Warte. Du siehst übelst hübsch aus, kann ich mal in deinen Titten sehen? Ey, Bruder, ja. Scheiße. Das war bestimmt der war das. Der war auf jeden Fall so 12 oder so. Ja. Wie geht's? Was machst du? Aber wenn ich schreiben sollte, dann schreibe ich, ja, wie geht's? Was machst du? Okay, krass, wie heißt du? Wie ist das? Was sagst du? Bruder, bei mir ist so, ehrlich, ne? Ich poste Sachen, dann schreiben die, wie alt bist du, dies, das? Und dann kommen wir ins Gespräch. Dann sage ich, hey, wie alt bist du, dies, das? Und dann sage ich, schick mal Bild. Dann schick die, dann sage ich, ehrlich, Walla, du bist voll süß. Und das finden die dann gut, weißt du, wenn die so Arschbild schickt, sag ich trotzdem, du bist voll süß, dann sagen die, ey. Man darf nicht sagen, ey, du bist voll geil und so. Ja, man muss sagen, du siehst sympathisch aus und so. Ja. Okay, was sagst du so? Keine Ahnung, einfach außergewöhnlich. Bisschen. Außergewöhnlich? Ja, so lustig, so. Also soll ich Foto machen, bekommen? Guck mal, ich mach Foto, Kopfstand, ne? Und dann schicke ich dir das. Ist außergewöhnlich? Ja, ist ein bisschen funny, echt? So, ja. Ey, Leute, nicht mehr Scheiß. Was sagst als du denn? Als ob du jemanden antworten würdest, der dir einen Kopfstand schickt. 12 Jahre alt? Ja, ja. Also 12! Guck, was geht ab hier auf dieser Welt? Was geht ab auf dieser Welt? Okay, bei dir wissen wir so, bei dir, also auch ganz normal, ganz locker, easy? Ja. Okay, also man soll nicht irgendwie so den Macker raushängen lassen. Ja, oder auch so. Wenn man einen Korb gibt, das macht man eigentlich sofort, eigentlich, weil man nicht billig rüberkommen okay, will. Genau. Dann nicht so, ja, so am Ende, das machen viele ja, halt. Natürlich. Wenn die Korb, dann, die können das nicht, die können keine Körbe kassieren. Wenn du so nicht zurückschreibst oder Korb gibst oder so, dann am Ende kommt Beleidigung. Oh. Also bei den meisten. Ist so. Okay, krass. Weiter geht's. Vorlieben. Ja, dann triffst du dich mit der, Digga, und dann guckst du, ob du euch versteht. So. Oh, okay. So aber gar nichts Spezielles so. Hey, viele Leute schreiben hey, aber wie am besten so? Was? Weil viele Leute schreiben so hey. Einfach. Hey. Hey. Mit Punkt oder ohne Punkt? ohne. Ohne Punkt. Also Leute, ohne Punkt, ihr wisst Bescheid. Bei dir mit Punkt?
Nein, ohne. Also ohne Punkt. Mit Smiley? Ja. Smileys? Aber nicht zu so viele. Weil okay, was mit bei dir? Ohne Smiley. So mit Herz-Smiley oder sowas? Nein, gar nicht. Okay, nice. So, okay, die kommt auch noch dazu. Wieso sollte man dich am besten anschreiben über Social Media? Das sind meine Freunde. Ja, sag mal. Du bist voll süß, sympathisch. Dann sagen die, andere sagen, du findest meinen Arsch voll geil, aber du sagst, ich bin voll süß und so. Ich lass mir knacken, weißt du? Das ist ein Burner. Also so geht das in Köln-Fix. So schreibt man in Köln-Fix die Leute an, die Weiber. Eine Frage, wie soll man dich anschreiben bei Instagram? Anton, ja, grazia. Instagram? Ja, grazia. Auf Instagram? Ja, grazia, weil du magst, verdammte Monoko. Achso, okay, alles klar. Also die schreibe ich über Instagram. Also ihr könnt auch schreiben, wenn ihr wollt. Also, so. Und dann... Okay. Aber, Bruder, ich hab ne Freundin. Okay, aber vor deiner Freundin, wie war die Erfolgsquote? Okay, ich will jetzt nicht... Ich bleib mal realistisch, so bei 60-70%. Ich bleib mal realistisch! Aber das Ding ist, wenn das auftritt, ne? Also wenn mir irgendeine folgt, dann ist die Erfolgsquote auch ein bisschen höher. Okay, krass. Ist ja normal, ja, ich meine, wenn die folgen, ja, klar. Das, aber so, ganz ehrlich, habe ich so einfach so noch nie irgendeinen angeschrieben. Erzähl mal jetzt. Wie sollte man dich am besten anschreiben über Social Media? Oh, einfach nur hi. Ey, was soll der? Was sagt alle mit euren Highs? Hast du das auch gesagt? Warte mal. Ja, ne? Einfach nur hi. Einfach nur hi. Das heißt, jeder, der die Highs schreibt, hat Chance bei dir. Ja. Du bist aber dann sehr. Du bist ja gar nicht wählerisch. Kommt drauf an, was mit Smiley dahinter ist. Was ist Smiley so? Also dieser, ja. Diese. Nee, der nicht. Nein? Der ist direkt so. Okay, du sagst auch nicht genau Weiber, so. Mädchen. Achso, Weiber, nee, keine Weiber, nicht Weiber. Mädchen. Mädchen. Zum Beispiel Hassan Schön oder Ostern Baron, die mögen das auch nicht. Okay, sag mal prozentual, wie oft hat sie geklappt? prozentual. Mich anschreibt, ehrlich gesagt. Echt? Nee, irgendwie echt nicht. Also, man muss sich also eher so auf der Straße so kennenlernen. So. Ja. Ich hab mich kennengelernt. Wie heißt du? Ich bin Gibson. Hab doch gerade schon gesagt, aber hi. Ja, darf ich dich kennenlernen? Nee, das ist viel zu viel. Was ist das? Warum ist das so viel? Einfach, hey, du bist mir aufgefallen, keine Ahnung, irgendwas. Ja, hey, du bist mir aufgefallen, deswegen. Ah, nicht so, oder keine Ahnung, was. Ist vieles. Ja, okay, also, aber wie gesagt, ist gut sogar. Ich muss nicht denken, wer das erzählt. Meins, also, in meinem Freundeskreis sagen wir auch andere Wörter, zum Beispiel quetschen, okay. Kleistern, okay. Dübeln, Schrauben, Also, ey. Also, okay, welche? Diese. Ja, so nach oben, Augen nach oben. Ja, genau, diese. Echt? Ja. Und dann, also alle haben Chance bei dir. Guck mal, hier. Wer hier? Alle haben Chance. Nein. Ja, aber das sind alle, die high schreiben, haben Chance. Ja, ich gebe denen eine Chance. Wenn die korrekt sind, dann ja. Wie will man denn heute? Nee, ich bin die falsche. Ich kann sowas echt nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Okay, aber du magst es einfach gar nicht so. Nee, gerade. Vielleicht liegt es auch gerade an meiner Situation. Also ich mag es nicht, nö. Welche Situation bist du denn gerade? Indem ich einfach niemanden kennenlernen möchte. Okay. Wurdest du verletzt? Nein, okay, aber. Okay, alles easy. Die ist einfach noch. Stabil. Ja. Muss maskulin. Genau. Okay, stabil. Okay. Ich bin unter Abschluss ein bisschen radikaler. Oh, krass. Weil das Gute daran ist, ich mache das ja auch Spaß und okay. Ich gehe automatisch mal davon aus, dass ich 100% sowieso einen Korb kriege. Ah, okay, der Team ist ja aber, klar. Aber das Krasse ist, meistens klappt das sogar. Also die okay, lachen krass. Dann die lachen, aber auf die Sympathiebasis und dann okay. Kommt diese, auf Sympathiebasis, dann kommt diese, ja, lass mal treffen etc. Und dann ist so gegessen. Dann, dann hast du echt alles verraten. Dann kann ich alles verraten, ja, du hast echt alles. Safe, ja, safe. Ladies, ihr wisst Bescheid. Ja. Also Leute, Ladies, also wenn einer kommt und sagt, ey, der will dich betonieren, Bruder, dann wirst du dich betonieren. Okay. Das also, ist schwierig bei mir. Also wenn du mich so kennst, und mich dann anschreibst, dann antworte ich auch meistens. Aber wenn ich dich nicht kenne, nur an dem einen Bild oder an der einen Story, kann ich nicht festmachen, ob du mein Typ bist. Okay, also zusammenfassend bei euch dreien ist einfach bei euch so, ja, sagen wir, man soll einfach ganz cool sein, sich nicht verstellen, ne, am besten. Also ihr wisst, nicht verstellen, dann kommt ihr bei denen auf jeden Fall gut an. Nicht beleidigen. Bruder, chill mal bitte.